Jetzt sind wir endlich drinne. Kenne deinen Feind. Sprachnachricht. Hallo, ich bin Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. Nach Analyse des Prätorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss Sie Ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe Ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Missionsherausforderung. Okay, was soll die sein? No, und diese. Ja. Ah, okay. Die Herausforderung. Töte zwei Besessene mit einem. Mit einer Schrotflinte. Okay, alles klar. Führe fünf verschiedene Glory Kills bei Besessenen aus. Oh, das dürfte auch kein Problem sein. Finde drei versteckte Extras. Und wo sind diese Extras? Würde ich auch gerne wissen. Aber vielleicht finde ich sie ja jetzt eher. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Super! Fängt ja gut an. Okay. Na, 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 na. Kann ich jetzt mich irgendwie. Nee, ich kann mich noch immer nicht steigern. Voll fies! Wieso nicht? Ich habe so hart gekämpft. Okay. Zombie Time! Hauptenergie offline. Sämtliche Bam. Zugänge sind außer Betrieb. Also das sind die leichtesten Gegner ever. Bis dich. Okay, die Monster verschwinden wieder. Oh nein. Wow. Wo kommst du denn her? Alter. Sehe gar nichts. Habe ich auch eine Kamera? Ey. Ich brauch Licht. L. Okay, es ist ziemlich dunkel. Man sieht fast gar nichts. Da kann ich jetzt da E drücken oder nicht? Geht nicht. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Zäh, ich hab's kapiert. Ey, warum höre ich die Monster von allen Seiten, außer von einer? Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Audio. Untertitel. Unterstützt das überhaupt 5 zu 1? Vielleicht habe ich auch gar kein Dolby drin. Hauptenergie offline. Ja, ich habe mich gerade gemutet. Also hier und dann hier. Es schält nichts um. Naja, gut, dann halt nicht. Alter! Wo denn? Du mich auch. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Ja. Und jetzt, was mache ich? Komme ich hier irgendwo runter? Keine auf. Muss ich vielleicht draufbleiben? Das kann ja natürlich sein. Nee. Hä, bin ich jetzt dumm? Hauptenergie offline. Ah! Zugänge sind außer. Okay, die Tür. Ja, alles klar. Oh! Hoppla! Splash! Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Komm schon wieder, Schreie von hinten. Wahnsinn.
Ah, und dann machen wir mal die Energie an. Hauptenergie online. Das ist Teil. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt, da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All oh, die Gerüchte, aber nicht Lady. Die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Oh, yeah. Eingeschalten. Ah! Automap gespeichert. Vor allem jetzt, da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte. Ach so, es wiederholt sich. Das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Alles. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Okay. Jetzt ist die Energie wieder hergestellt. Jetzt ist ich glaube an Ehrlichkeit. Oh, schon wieder. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Oh, Lady, Hals, Maul! Die Menschen, das Höllenportal, es ist alles. Alter, du machst die Luke auf. Okay, da geht's nicht rein. Junge, Hals, Maul! Und das jetzt. Komm runter! Komm da runter! Na dann halt weg. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da wird's deine letzten Momente auf dieser Welt. Das ist dein Ernst mit diesem Rumgeschreie die ganze Zeit? Die Menschen, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Junge, kann man das Meine ausschalten? Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Das glaube ich das nicht. Jetzt. Ah, ich doch, dass ich das nicht glaube. Ich glaube an Ehrlichkeit. Bam! Vor allem jetzt. Oh. All die Gerüchte. Gott, ist das furchtbar! Es ist alles. Es ist so übertrieben. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr schreien dir so die Ohren voll, das ist nicht mehr fallen. Oh, die Tante geht mir auch auf den Sack, aber wie? Oh! Und das jetzt. Ciao! Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer. Junge. Das Höllenportal, die Dämonen. Warte mal, da oben. Es ist alles wahr. Kann man das nicht ausschalten? Meine Schwestern das ist ja und furchtbar. Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Okay. Und gleich nochmal, weil es so schön war. Oh. Ich glaube an Ehrlichkeit. Ich wollte schon sagen, es hat aufgehört. Jetzt, da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Nein! All die Gerüchte, die Menschen opfern. Scheiße! Ach, nur weil ich wieder gesucht habe. Nein, bitte, bitte, bitte nicht wieder. Jetzt kommt wieder die Tussi, Alter, dass sie die ganze Zeit labert, das ist ja furchtbar. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Munition sparen. All die Gerüchte, die Menschen. Da
das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles. Alles ist wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Was Waffenpunkte? Jetzt habe ich Waffenpunkte. Haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Ja, ja. Jetzt. Bleib doch mal hier. Hey. Wo ist er jetzt hin? Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Und all die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal. Dämonen. Es ist alles. Boah, das hört sich an wie auf einem Hippie-Konzert. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Ein Heavy-Metal-Konzert, besser. Oh, bitte hör auf, ich muss aus dem Raum raus. Ich glaube an Ehrlichkeit. Da ist irgendwas vor oben. Vor allem jetzt. Aber ich weiß nicht, wie deine da letzten Momente auf dieser Welt sind. Ach, egal. All die Gerüchte, die Menschen aufhören, das Höllenportal. Wow, der explodiert. Das war mir klar. Oh, es ist vorbei. Oh, es ist vorbei. Gott sei Dank. So. Das Geschrei kommt aber auch. Und überall her. Ja, da hast du recht. Man kann gar nicht ausmachen, woher... Oh nein. Oh nein. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Ah, jetzt beginnt das wieder hier, echt. Ich muss hier wieder rumeiern. Sonst bin ich gleich wieder tot. Boah. Oh nein, nein. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, runter mit dir. Hau ab. Und keiner mehr angerannt. Gib mir ein bisschen mehr Energie. Oder auch nicht. Ah, da ist er. Wohoho. Okay, der ist tot. Au! Das gibt's doch nicht. Boah, das sind ja auch welche. Danke. Boah! Huhu! Bam! Ah! Was ist das immer mit meiner Gesundheit? Wofür sammle ich die Dinger ein, wenn sie nichts bringen? Au! Und wieder? Boah! Haha! Au! Schnauze! Das Schlimme ist ja, die Dämonen, also, oder diese Zombies. Was? Echt nervig mit. So mit der alten. Naja, gut. Hm? Soll ich da jetzt drauf drücken? N, F. Soll ich da drauf drücken? Ah, hm? Okay. Schade, ich finde es so ein bisschen. Schade. Oh, was ist das? Von der USC sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Motor fucking Säge. Oh yeah. Mehr werden, als sie sich je erträumt haben. Okay. Schon gleich am Anfang. Sehr geil. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Heilung, bla bla bla. Ah, okay, es gibt wieder so Heilstationen. UAC, die Welt zählt auf uns. Wie engagiert sind Sie?
Sehr engagiert. Um dir den Kopf abzusägen. Was war das? Mmh, Hot Dogs, Hamburger, Cheeseburger, was soll ich nehmen? Mmh, gar nichts. Wir von der USC sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir nur die besten Lehrer und wollen sie weiter nach oben. Bam, 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 bam. Ja, warte, wofür habe ich den Fahrstuhl runtergeholt, wenn ich ihn jetzt nicht angucken gehe? War gar kein Fahrstuhl. Oh Gott, das ist wieder bestimmt der Sprung in den Tod. Ich weiß es. Egal. Okay, doch nicht. Yeah, nice. Versteck gefunden. Und ich bin voll. Wie deprimierend schon wieder. Oh, dein Ernst. Uhu. Motorsäge, Motorsäge. Niemand da? Da hat jemand sein Gras eingepflanzt. Kaffeebecher. Naja, gut, dann weg. Jetzt bin ich hier oben. Nice. Okay. Oh, du nicht. Du bist sehr engagiert. So, jetzt schauen wir mal. Ah! Oh, Drecksack. Aua! Ich wollte jetzt mal die Motorsäge ausprobieren. Brrrn. Yeah! Yes! Jetzt geht's ab! Woo! Oh, schon vorbei mit der Motorsäge! Wow, wow! Kurz zum Kreis und bam, 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 tot. Fuck you. Oh, einmal schon gestorben. Bin echt schlecht. Eigentlich war ich immer besser. Aber ja, egal. Jetzt sind auch alle voll gut. Alles wieder da. Nur die Monster nicht. Daten habe ich. Ich habe voll. Hergekommen. Ach, ich habe gar nicht gestoppt. Aber egal. Machen wir das nochmal. Klack. Da komme ich sowieso gleich rein. Wir von der USC sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir nur die besten Herren. Wollen Sie weiter nach oben? Neue Herausforderungen? Mehr werden, als Sie sich je erträumt haben? Warum nicht? Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Seelenernte in Frage kommen. Wo ist die Motorsäge? Warum ist die jetzt nicht mehr da? Ich bin traurig. Zocki traurig. Keine Motorsäge. Wahrscheinlich habt ihr die schon automatisch, oder? UNC. Okay. Ja, ja, ja. Gleich macht's bumm. Ah! Splash! Hallo! Hallo! Oh, nicht du! Bam! Okay. Zum Großen nochmal. Bam! Okay, jetzt brauche ich Kampfgang.
Komm da runter, du Klettermax! Finde den Zugangsschlüssel, okay. Ja, gleich gehe ich hier rein. Ach, hier gibt's auch noch eine gelbe Tür. Zugang verweigert. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Huh? Zugang verweigert. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Aber ich hab doch grad... Oh, warum nicht? Zugang verweigert. Gelbe Sicherheitskarte erforderlich. Ach, darum. Gedacht wegen was anderem. Mit der Kettensäge, ja, aber das ist eher... Also, die Kettensäge kann man nur ein paar Mal benutzen, nicht die ganze Zeit. Man muss wahrscheinlich Benzin sammeln oder so. Oh, wen haben wir denn da? Armer Kerl. Oh. Sehr schön. Okay, durch die Sicherheitsschranken komme ich nicht, aber ich komme hier durch. Ah, Benzin gefunden, guck mal. Oh. Kann man sich ducken? Ach, man kann sich ducken, okay. Ah, yeah! Ich liebe meine Pumpgun. I love my Pumpgun. Ah. Da kommt... Uah, aus dem Ohr. Ich drehe mich um. Nichts. Unfaire Sache ist das vielleicht. Brauche ich sowieso nicht. Wollen die da hochkommen? Heavy Metal Konzert! Aua! Das sind ja richtige Opfer hier. Schon wieder gelbe Karte. Bam! Bam! Oh, Benzin. Oh, nochmal Motorsäge, oder wie? Nee, was ist das? Warum nimmt er das nicht? Ja, irgendwas gehört. Also, die Geräusche sind echt, echt nicht ortbar in dem Spiel. Hallo? Zugespielt. Ist nicht. Oh! Dämonen sind gefährlich hoch. Oh, dein Ernst? Muss ich dieses Nest zerstören? Ah, Brutnestle. Hoffentlich kommen keine richtigen Dämonen jetzt. Wo, 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 da! Mach's weg! Ah, bam! Boah, jetzt rasten sie ab! Au! Au, irgendwas ist hinter mir! Oh nein, oh nein! Ich brauch die Pumpgun, und zwar die hier! Sehr gut! Boah, aua! Ah, fuck! Fuck, 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 fuck! Nein, ich brenne! Geil. Ja, da hast du recht, Nien. Wir haben sich schon Halsschmerzen geholt. Ist ein Pulmol? Dann... Ah, das kann schon... Oh, warte mal, ich habe noch einen Waffenpunkt. Ah, egal, denn nachher, nach dem harten Kampf. Komm wieder hinter mir. Die Mondpräsenz gefährlich hoch. Ja.
weiß. Erst die hier weg, dass die mich nicht mehr stören. Weg mit euch. Weg. So. Jetzt geht's los. Bam! Bam! Komm schon, wer will kämpfen? Wer will kämpfen? Ah, oh, du willst kämpfen, komm! Und... Ciao. Dun, 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 dun. Ah, oh, komm schon. Oh, oh, komm. Ja. Jawohl. Wir Moon. Braver Junge. Ich sterbe. Noch braver Junge. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh, die Kletteraffen wieder hier. Komm. Und wieder welche. Ein paar weniger. Aua, aua, aua. Scheiße. Scheiße. Ich brauche Energie. Gib mir. Nein. Meine Lunge! Lecker! Der mir kurz die Kehle rausgerissen hat. Hey, Danoch, alles klar bei dir? Schön, dass du da bist. Und weiter. Ja, ich weiß, der Waffenpunkt. Egal, nachher. Dämonenpräsenz gefährlich groß. Abriegelung abgeschlossen. Ja, ich weiß. Okay. Dämonenpräsenz gefährlich groß. Abriegelung abgeschlossen. Oh, bam! Dämonenpräsenz gefährlich groß. Abriegelung abgeschlossen. Ja, ja. Hey, jetzt hör's aber auf, okay? Ja nicht. Gib mir lieber ein paar Dinge. Nur fünf! Ich hab das Gefühl, als heilen die mich gar nicht hier. Okay, und los geht's! Boho! Ah! Okay. Oh, scheiße! Das war nicht sehr klug. Egal. Komm näher! Komm näher! Noch näher! Ah! Oh! Oh, das wird nicht gut, das... Oh, nein, nein, nein! Nein! Ah, diese verfluchten Feuerbälle! Fuck! Okay, vielleicht hole ich mir doch jetzt mal kurz... Ja, hallo. Ich drück doch Leertaste 500 Mal. Schauen wir mal. Wir haben einen Waffenpunkt. Waffenpunkt. Ah. Wow! Vulva, jetzt bist du ein Staffer. Willkommen in der Elite. Danke für deinen Follow. Gott, hab ich mich erschrocken. Ich darf die Dinger nicht so laut machen. Oh. Ah, rasche Erholung, das ist doch. Ach so, das ist ja nur für die Waffe, ne? Aufladen oder soll ich wirklich auf die rasche Erholung? Was ist das? Erhöht die Größe der Explosion. Warum kann ich? Hey, danke für dein Follow. Oh, das kann ich kaum lesen. Ah, das ist blöd, dass ich jetzt nicht mehr lesen kann. Gontorid oder so? Sorry, wenn ich... Ich kann es nicht lesen, sorry. Ich muss mir das irgendwie anders machen, dass ich das lesen kann. Ah.
Mehr Wumms! Okay. Mehr Wumms, oder? Fortladen? Mehr Wumms? Sofortladen? Vielleicht sofortladen? Ah, ich mach mal sofortladen. So, gekauft. Kann ich die Explosionsmuni ein bisschen mehr besser. Oh! Okay, okay, also gut, jetzt konzentriere ich mich nochmal. Oh! Sehr schön. Sehr schön. Halt's Maul. So, gibt's hier vielleicht irgendwo Rüstung oder so? Ne, wahrscheinlich nicht. Okay, also. Und los geht's! Aua, das war nicht sehr nett. Ja! Das war gut. Kabum! Sehr schön! So kann's weiterlaufen! Oh! Ja! Oh, was? Nein! Das sind zwei! Oder soll ich wissen, welcher taumelt? Ah, vielleicht du? Ah, ich sehe nichts! Wo ist er? Ah! Erschreckt mich doch nicht so! Oh, komm schon! Egal, dann mache ich halt so bumm! Ah! Oh, Alter, sind das viele. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen Moon holen. Oh! Fuck off, Mann! Oh! Vielleicht ein bisschen Fässer benutzen? Die hier zum Beispiel? Bam! Oh, ho, ho! Ja, ich... Ich spawn auch immer neben dir! Drecksäcke! Oh ja! Wow, danke für dein... Wow! Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen... Aber ich sag's gleich, sobald ich hier fertig bin. Bisschen stressig. Um mich zu bedanken. Bleib! Verdammt noch mal stehen! Okay, danke Nien für 10 Euro! Super, cool! Hat man das gar nicht gehört, ne? Extraction to rise to Mother Base. Oh. So. Bull Moll oder ein für einen kleinen. Was? Schraube? Die neue Grafikkarte. Eine kleine Schraube. Schraube kostet nicht 10 Euro. Aber trotzdem, danke Nien. Da ist dieser Freak jetzt wieder. Ich hab's tatsächlich geschafft, hä? Aber ich guck mal trotzdem mich noch mal um. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Könnte ja sein, ne? Irgendwo ein Versteck findet oder so. Unter der Treppe vielleicht. Das sollte auch mal wieder sauber gemacht werden. Ah, hier ist nichts, hier hinten ist auch nichts.
Ach so. Der Zombie ist hier entlang. Auf dem Spur eines Zombies. Salvenschuss. Was habe ich jetzt drin? Ach, ich kann mich jetzt immer umändern. Schnellfeuer. Das kann ich auch mal probieren. Warum nicht? Kaufen. Ja, damit. Oh, yeah. Geil. Mal gucken, wie schnell Feuer ist. Ah, guck mal, was ich gefunden habe. Ja, hey. Ja, damit. Ich wusste, dass der nicht tot ist. Bleib liegen. Bleib liegen, Mann. Er wollte nicht hören. Zugang verweigert. Warum? Ich hab doch die gelbe Karte. Ach, die gelbe Karte. Hochdruckreiniger. So, so. Damit sollte man unter der Treppe sauber machen. Ich glaube. Ich glaube, wir kommen wieder zurück. Hey, Black Ghost Angel, hallo. Und willkommen im Stream. Warum soll ich zurück? War ich hier drin? Ja, Aufzug ist gesperrt. Okay, ich muss jetzt wieder zurück. Der Zugang ist auch verweigert. Benson! Oh, kann ich nicht mehr mitnehmen? Schade. Zugang gestattet. Danke. Was ist das? Ich weiß, was das ist. Das kommt mir voll bekannt vor. Echt? Dann musst du vielleicht mal kurz ja, der kann mich ja gar nicht hören, wenn er nur lädt. Echt keine Ahnung. War es das jetzt alles? Das kann ja nicht sein, oder? Ach, jetzt habe ich die Türen hier geöffnet. Ah, voll gut. Zugang gestattet. Danke. Aber warte mal, jetzt will ich aber noch ganz kurz... Da muss ich ganz kurz nochmal zurück. Zugang gestattet. Hallo? Zugang. Ach man. Warte mal, da muss ich nochmal ganz kurz zurück. Weil da gab es doch diese. Ja, genau, die Klappe. Aha. Alter! Geheimnis gefunden. Oh yeah. Ja, wow, Alter. Ah. Ey, in so einen engen Raum da rumballern, das ist aber nicht nett. Ah. Aber weißt du was, Bomb? Oh, du kannst gar nicht schon lange. Oh, was ist das denn? Extraction arrived at Mother Base. Wow! Warum kommt eigentlich nicht... Yo, danke, Prince, für 20 Euro! Wow! Fett! Warum zum Teufel kommt nicht... Ja, egal. Normalerweise steht dran, wer was gezahlt hat, aber das stand jetzt komischerweise nicht dran. Das buggt auch ein bisschen. Aber du hast leider nichts geschrieben. Fand ich voll schade. Aber trotzdem, danke, Mann!
Wir kommen unserem Ziel näher. Oder meinem Ziel. Oder unserem Ziel. So. Weltwiderstand. Das irgendwie verstärkte. Machen wir mal hier. Was kann. Gehst. Ah! Gefahrenschutz. Senkt den Schaden durch Explosionen, Fässer und Umwelt. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Was ist das? Gegenstandswahrnehmung. Automap deckt ein Erkundungsgegenstand einen größeren Bereich auf. Ah, okay. Damit könnte ich natürlich mehr Geheimnisse finden. Ich würde eher mal ein bisschen auf Schadenreduktion gehen und dann später. Sondern Selbstheilung. Wenige Schaden durch eigene. Einige Waffen. Okay. Okay. Ja. Möchte wieder zurück? Ja. Das war cool. Es war schön, ja. Hallo? So komme ich nicht mehr zurück. Escape verschließen. Hallo? What the f. Ja. Ja. Geht doch. Ah, okay, ich muss echt mich überall umschauen, damit ich. Elitewache. Ah. Damit ich solche Dinger finde und dann kann ich mich steigern. Okay, alles klar. Darf ich nicht vergessen. Hier war ich auch noch nicht. Yeah, nice! Plasmagewehr! What the fuck? Und es schießt du? Ja, oh ja, oh, wie ich dieses Gewehr gemocht habe. Aber irgendwie hatte man früher mehr Munition, das war irgendwie besser. Aber egal. Wir wollen nicht motzen, wir wollen spielen. Ich komm da nicht mehr hoch. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Nein? Zur Hölle komme ich wieder zurück? Geht vielleicht hier die Tür auf? Ist gar keine Tür, ne? Ah, vielleicht da beim Fahrstuhl wieder. Hier ist eine gelbe Tür. Aua. Aber da komme ich nicht rüber. Ah! Da! Ach, jetzt bin ich wieder hier? Voll gut. So, jetzt können wir weiter. Geheimnis gelöst, weiter geht's. Willkommen in der Marsstation der UAC. Sie befindet sich im Einschlagbecken der Hellas-Tiefebene. In dieser Bergbau- und Forschungsanlage werden täglich die Grenzen unserer Imagination auf die Probe gestellt. Oh! Jupon! Danke für dein Follow und willkommen in der Stealth-Elite. Wenn es auch kein Stealth-Spiel ist. War wieder eine Waffe. Oh, was habe ich für ein Glück? Zwei Waffen auf einmal. Oh, Granatenwerfer. Nein, schweres Sturmgewehr. Ah, okay. Sah aber erst aus wie so ein Granatenwerfer. Oho, und schon wieder einer. Jo. Jordan Skill, danke für dein Follow und willkommen in der Elite. Ich muss das echt größer machen, ich kann das kaum lesen. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, wie viele Waffen hier rumliegen. Ich glaube, jetzt beginnt gleich die Action. Wieder. Jetzt geht bestimmt gleich wieder die Action los.
Der Stapler hat auch mal bessere Tage gesehen. Nee, man kann auch über Paysafe spenden. Alles cool. Also es geht über PayPal und Paysafe. Oh, jetzt bin ich schon wieder draußen. Super. Ja, geil. Ich liebe das Teil. Bam. Und tschüss. Die Mucke immer. Da-dan, da-dan. Ja. Art Rock. Wenig Munition. Ach man. Schon wieder. Okay. Okay, danke. Oh, 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 oh. Oh nein, da kommen die Großen. Taktisches Rückzug. Taktischer Rückzug. Alter, wenn die nicht immer Feuerbälle werfen, die bekloppen, dann wäre alles gut. Oh. Oh, ah! Verdammt. Okay. Also. Sehr schön. Sehr schön. Konzentration. Konzentration. War da gerade einer hinter mir? Nee. Aber unter mir. Bam. Au. Er flucht noch mal. Meine Muni ist schon wieder fast leer. Denn seine Schuld ist das? Was ist denn das? Boah, Gott. Ist okay. Jetzt mache ich alle platt. Kommt her. Oh ja, kommt her. Mmh. Oh, lecker. Schmackofatz. Bam. Der nächste, bitte. Er hat noch immer nicht genug. Ah. Der Berserker-Modus ist also wieder drin. Steckst du denn? Oh, ich brauch Huhn. Ach du. Oho. Und schon wieder eine Spende. Danke, danke. Ich bin gleich soweit. Guck gleich und bedanke mich und lese vor, was du geschrieben hast. Sobald ich hier klar Schiff gemacht habe. Kein Stress. Komm ich hier hoch? Nee. Alter, die Mucke, die macht mich irre.
Da könnte ich die ganze Zeit so den Kopfnicker machen. Könnte es jetzt auch irgendwann mal vorbei sein mit der Mucke? Bitte, bitte. Weil Mucke heißt, es sind noch Gegner da. Oder? Ja. War's das? Ja, das war's. Oh, Ruhe! Jordan-Skill, danke für deine... Oh, Spende, 30 Euro! Wow, danke! Fette Sache! So komme ich mein Ziel auf jeden Fall näher. Und du hast geschrieben, ich bin der Beste. Danke, Mann, danke. Das freut mich. Oh, aber dafür, dass ich auf Schwerspiel oder wie hieß das, brutal, bin ich ganz schön gut. Also muss ich selber sagen. Ich sterbe nicht bei jeder Arena. Ob ich hier noch was finde. Es sieht hier oben zum Beispiel. Aber wie komme ich da hin? Sieht schon so aus, wie es hier lauter Zeug gibt. Und hier rein komme ich, oder? Ach, ist ein Aufzug. Da geht es wahrscheinlich weiter. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie hochkomme. Oder ich fahre mit dem Aufzug nach oben. Keine Ahnung. Aber im Prinzip... Ah! Boah, jetzt habe ich gedacht, ich sterbe wieder. Also hier hinten war ich schon, oder? So. Voll gut, genau. So. Ah, Bayern-Fan ist auch da. Schön, dass du da bist. Werden immer mehr. 33. Wahnsinn. Weiß gar nicht, wie viele Stunden ich schon wieder spiele. Ich guck mal. Kurz mal Uhrenvergleich. Was? Erst eine Stunde? Ne, zwei Stunden. Passt. Noch 10 Minuten, dann sind es 2 Stunden. Oh, wer ist das denn? Hallo? Ah. Ich habe deinen Zugriff auf den Scanner der Einrichtung blockiert. Komm zum Vega-Terminal, dann bekommst du, was du brauchst. Ich soll zum... Was? Zum Vega-Terminal? Oh nein, jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder? Ach. Ach, da geht's gar nicht rein. Bin ich da jetzt hergekommen? Nee. Nee, 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 nee. Bin hier hergekommen, oder? Ach, keine Ahnung. Abwärts! Wow! Ah! Aha. Geht's da rein? Boah! Ey, behaltet eure Suppe! Ich sagte, aua! Behalte deine Suppe. Und deine Körperflüssigkeiten kannst du auch behalten. Kommen die denn jetzt her? Ich hab doch alle umgebracht. Ah. So komme ich darüber. Bam! Komisches Geräusch für einen Kopf.
Hallo? Keine Ahnung, warum ich hier reingeklettert bin, aber ich wollte es halt einfach mal tun. Ich bin gefangen, holt mich hier raus! Nein. Ich bin wieder frei. Wie komme ich denn wieder zurück? Gar nicht. Okay, dann gehen wir halt hoch. Da ist nichts. Fuck. Sehr schön. Wow! Nicht nett! Aua! Gar nicht nett, fuck! Was? Er hat ein Schild, wie unfair! Aua! Woher habt ihr diese Strahlenwaffen, ihr blöden Penner? Echt? Voll unfair. Geht's noch weiter auf? Nee, geht's nicht. Habt ihr noch irgendwas für mich? Ein Hauch von nichts! Seit 6 Jahren. Die mit Schild sind mies. Naja, von hinten kommen. Dann sind die mit Schild auch kein Problem mehr. Da bin ich hergekommen, oder? Ja. Jetzt? Tür auf. Ah, vielleicht das hier? Vielleicht auf Öffnen drücken? Oh, oh Serverlandschaft. Alter! Alter! Oh, okay. Einfach mal den Kiefer ausschlagen. Oh, Munition. Sehr schön. Ist auch nicht schlecht, die Waffe. Oh, was haben wir denn da? Monster Codex. Ah, okay. 2 Kills. Ich habe nur 2 bis jetzt von denen getötet, aber ich habe doch nur 1. Ist das Kodierungscode? Interessant. Ah ja, klar. Ah, du lebst ja noch. War ja so klar, dass die Tür aufspringt und ein Monster rauskommt. Rote Suppe habe ich nicht bestellt. Meine Freunde, die Zombies kommen wieder. Komm, Schnucki. Na, dann halt nicht. Kann ich um die Ecke spähen? Ich glaube nicht. Okay, und los. Ja! Oh! Okay, er ist tot. Der auch? Und du auch. Oh. Oh nein, jetzt hat er auch noch ein Schild. Wow! Oh Gott, Alter. Danke! Ja. Oh, warte, gleich. Und nochmal, Jordan-Skill. Danke für 1 Euro. Was mich zu Tode erschrockt. Und ich bin schon wieder der Beste. Und der Snoop hat mich wieder zu Tode erschreckt. Gas! Ich konnte jetzt gar nicht sehen, ob das jetzt gekommen ist, was ich gehofft habe, aber ich glaube schon.
Dieses Splinter Cell mit Money, Money, Money. Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade voll durcheinander. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Hier, gell? Ja. Gehe ich jetzt geradeaus oder rechts oder links oder wo muss ich denn hin? Geradeaus. Okay, dann gehe ich dahin. Oh, voll gut. Warum benutze ich die eigentlich nie? Ah, ein Geheimnis gefunden. Ja, der Schlüssel meines Herzens. Ich meine deines Herzens. Ja gut, du bist tot. Okay, was verbessern wir jetzt? Was habe ich gesagt? Weniger Schaden durch Waffen. Oder damit wir Gegenstände wahrnehmen. Automap deckt Gegenstände. Also dann Geheimnisse auf quasi. Okay. Dann schauen wir jetzt gleich mal auf die Automap. Ah. Guck. Da wird jetzt gleich was angezeigt. Und hier ist auch noch was. Und oh, guck mal, wie viele da sind. Ja, guck mal, da ist auch noch eins. Und da ist was und da ist was. Oh, das deckt aber ganz schön viel auf plötzlich. Aber bis jetzt habe ich noch nichts vergessen. Hier ist irgendetwas. Hier. Ich stehe direkt davor. Auf dem Boden? Nein? Hier unten vielleicht? Kann ich irgendwas drücken? Was ist denn das? Ein Datenprotokoll. Bin ich blind oder so? Sehe ich das Datenprotokoll nicht? Bin bestimmt blind. Ah! Was ist denn das? Oh, Munition! Voll gut! War das das? Nee. Oder ist es da unten? Das ist vielleicht da unten. Ich muss nochmal runter. Das hab ich bestimmt übersehen. Gott, schon wieder! Ente, danke für dein Follow! Kleine Spende für... was? Deinen Rasierer, Kappa. Kappa? Okay. Danke, danke. 1 Euro, damit kann ich mir keinen Rasierer kaufen. Nein, oder? Ja, ist klar. What the fuck? Seh nix. Noch mehr. Bam. Küss mein Knie. Aua. Ah. Bam. Bam. Und bam. So macht das. So macht das Spaß. Genau so. Warte mal, da komme ich nicht durch, ne? War ich jetzt überall? Kann das sein, wenn das Ding, wenn das so farbig ist, dann ist das... dann habe ich das schon aufgenommen. Und hier habe ich es vergessen. Ja, komme ich da hin? Hier habe ich es also vergessen. Okay, jetzt habe ich es langsam kapiert. Finde 3 Verstecke, ja. Ich weiß nicht, ob ich... und da, wo es blau war, da war ich schon, ne?
Jetzt müsste ich wieder ganz zurückrennen, um das zu finden. Okay, alles klar, das, jetzt habe ich es kapiert. Gas! Idchen, danke! Den Rest für den Rast, für die Rasierklingen. Ja, danke für die 4 Euro. Gas! What the? Es ist ein Geschenk. Nimm es. Es wird dich stark machen, dir auf deinem Weg helfen, wenn du den Energiestoß überstehst. Ein Datapunkt an der Wand. Muss nachher mal gucken. Kommt bestimmt nochmal raus. Was zur Hölle? Was ist jetzt los? Leite Energie zur... Aha, okay. Oh, Gesundheit. Auf jeden Fall Gesundheit. Du hast gegen reine Atem-Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Ja? Ich entsperre die restlichen Atem-Zellen in der Station für dich. Danke. Vega, gib ihm, was er will. 61.337 UAC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Und Olivia Pierce lebt noch, oder? Ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich. Und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Okay. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Warum fragt er eigentlich nicht, wer bin ich? Was mache ich hier? Wieso war ich in einem Sarg? Ja, das ist halt scheißegal, ne? Ist halt du. Oh, an welcher Wand war jetzt irgendwas gehangen? Hm? Komm ich da rein? Wie komme ich da rein? Da ist was. Nee, das war nicht hier. Andere Seite. Das ist das Ende des Levels. Wie komme ich da hoch? Aha! Zwar nur ein Sammelteil, aber warum nicht? Yay! Wie cool, Alter. Das spielt jedes Mal die Mucke vom alten Doom. Voll gut. Hm, da geht's nicht weiter. Jetzt muss ich nochmal kurz zeugen. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Wo hing das an der Wand? Was ist das? Naja gut, das ist nichts. Nee, nee, nee. Wo hing das an der Wand? Ach nee, ich hab das schon eingesammelt. Das ist doch orange. Alles, was orange ist, habe ich schon eingesammelt. Jetzt ärgert mich auch auf jeden Fall, dass ich das hier nicht eingesammelt habe. Wie komme ich denn da bitte hin? Scheiße. Da müsste ich jetzt wieder ganz zurückrennen, aber das mache ich jetzt. Egal. Es sind halt Punkte, die mir fehlen. Das ist halt schade. Oh, ich sehe gerade, ich kann meine Waffe wieder verbessern. Voll gut. Ist mal gesperrt.
Ich kann nur die verbessern bis jetzt. Und die Pistole. Ich spiele sowieso immer nur mit der. Rasche Erholung. Reduziert Nachladezeit. Erhöht Feuerrate mit Salven. Okay. Schnell nachladen. Ja, machen wir mal. Reduziert Nachladezeit zwischen Salven. Das ist gut. Tschick, tschick, boom, tschick, tschick, boom, tschick, tschick. Geht schneller. Ja. Genau. Ja, dann nichts wie raus hier. Auf geht's ins nächste Level! Aufs nächste Mal darf ich nichts vergessen. Jetzt habe ich halt zwei Sachen liegen lassen oder drei. Boah, was? Na, ich habe eine ganze Menge liegen lassen. Verdammt. Also, eine Rüstung ist ja nicht so schlimm, aber das Ding hier, das kotzt mich an. Das ist nämlich hier so ein Schädel. Ansonsten habe ich eigentlich alles. Okay. Weil so ein Schädel ist halt so ein Skillpunkt. Yeah! Okay. Ich würde mal ganz kurz auf die Toilette gehen. Und dann komme ich wieder und bin wieder für euch da. Bis gleich!